Diese moralisierende, kirchentagsähnliche deutsche Außenpolitik, die führt uns wirklich ins Verderben. Wenn wir nach diesem Ukraine-Schema weitermachen, landen wir zwangsläufig in einem dritten Weltkrieg mit Russland. Ich darf als Soldat keine Angst haben, aber ich muss sagen, diese Politik macht mir schon ein Stück weit Angst, die mich so auch an die Sprüche meines Großvaters erinnert, nur ein toter Russe ist ein guter Russe. Wo ich dann nur sage, Vorsicht, die wissen nicht mehr, was Krieg ist. Ich bin froh ein Stück weit, dass die militärische Lage so ist in der Ukraine, dass Russland nicht mit dem Rücken an der Wand steht. Dieser Krieg hätte verhindert werden können, wenn wir nicht auch vitale Fehler gemacht haben. Wir, meine ich, der Westen. Ja, wir haben beim Gespräch vorher festgestellt, dass wir zumindest am gleichen Ort, in der gleichen Verwaltung mal gearbeitet haben. Herr Fahrt im Kanzleramt und ich im Bundeskanzleramt. 20 oder noch mehr Jahre vorher, er bei Frau Merkel, ich bei Brandt und Schmidt. Das verbindet zumindest mal wegen dieser gemeinsamen Vergangenheit oder der Vergangenheit am ähnlichen Ort. Sie haben ein provokantes Buch geschrieben, abschreckend oder erschreckend, Europa ohne Sicherheit. Wieso ist Europa ohne Sicherheit? Erfahrt. Naja, Stichwort Zeitenwende. Wir sind natürlich in einer sehr starken konfrontativen Situation mit Russland, auch mit China, also militärstrategisch betrachtet. Und natürlich ist auch, darf man auch nicht vergessen, die ganze Südflanke Europas ist offen. Stichwort illegale Migration, wo Europa jetzt versucht, Antworten zu finden, die lagegerecht sind. Das haben wir in den letzten Jahren ja gar nicht gemacht. Aber unterm Strich gesehen würde ich sagen, Europa ist ohne Sicherheit im Moment und das muss man ändern. Also ich verstehe es nicht ganz. Ich will mal noch ein bisschen zurückschalten. Also als ich noch ganz jung war, 12 Jahre alt, hatte ich einen Großvater, der seinen ältesten Sohn schon im Ersten Weltkrieg verloren hatte. Und dem brachte ich immer oder machte ich ein stärkendes Getränk. Er war 80 Jahre alt, ein Bauer. Und er war aber sehr mit Kriegen verflochten, obwohl er selbst nie im Krieg war. Er hatte Zeitschriften, die gab es im 19. Jahrhundert, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so große Zeitschriften mit dramatischen Szenen von Kriegen. Und dieser Großvater versuchte mir dann klarzumachen, dass ich, wenn ich mal groß bin, mal wieder gegen die Franzosen kämpfen soll. Wie man das in unserer Sprache sagt, gegen die Wackes oder die Welschen. Darauf sollte ich mich vorbereiten. Also der hat mich als 12-Jährigen, also älter kann ich nicht gewesen sein, denn er starb 1950, da war ich gerade 12 Jahre alt. Und er versuchte mir das beizubringen. Heute lebe ich 13 Kilometer von der französischen Grenze entfernt und niemand bei uns in der Südpfalz denkt daran, dass wir jetzt Panzer anschaffen sollten oder Bataillone stationieren sollte an der Grenze zum Elsass. Niemand denkt daran. Im Gegenteil, ich habe zwei kleine Enkelinnen von einem Sohn, der mit einer Elsässerin verheiratet ist. Also ich habe halbfranzösische Enkel sozusagen. Das ist also vorbei. Und mein Großvaters Ratschlag ist nicht mehr aktuell. Das würde niemand bezweifeln. Aber warum haben wir mit den Russen diesen dauerhaften Frieden nicht gemacht? Ja, das ist die große Frage. Ich meine, der Zweite Weltkrieg ist jetzt 80 Jahre zurück. Die Kriegsgeneration ist nicht mehr existent. Ich habe noch in der Beziehung Glück gehabt, dass ich ältere Eltern hatte, die den Krieg erlebt haben, mein Vater jedenfalls. Und ich hatte noch als Schüler eines altsprachlich-humanistischen Gymnasiums Lehrer, die den Krieg erlebt hatten. Ja. Und die sich auch nicht nur als Wissensvermittler verstanden, sondern dem man auch anmerkte bei den Botschaften, die sie setzten, dass da sehr viel Kriegserfahrung mit im Spiel war. Ich möchte nicht sagen, dass ein Teil davon auch traumatisiert war, mit Sicherheit auch. Aber denen verdanke ich da doch, dass ich da ein kritischeres Verhältnis zu dem Thema Krieg habe, zumal es meinen Beruf natürlich ausmacht. Mhm. Ich komme ja letztlich von der Kriegsseite an die Politik und nicht von der Friedensseite oder aus dem Pazifismus. Mhm. Stelle aber fest, dass sehr viele
Politiker, die den Krieg gar nicht mehr erlebt haben, jüngere Politiker, auch eher aus dem pazifistischen Umfeld, mit einer nie dagewesenen, unvorstellbaren Kriegsrhetorik unterwegs waren und sind. Aha. Wo ich dann nur sage, Vorsicht, die wissen nicht mehr, was Krieg ist. Mhm. Ich habe den Krieg ja selber nicht erfahren, aber ich glaube, das zu wissen. Einmal durch die Erfahrung meiner Eltern und die Erfahrung meiner Lehrer und dann, weil ich aus einem Berufsfeld zu tun habe, seit meinem 18. Lebensjahr, das was mit Krieg zu tun hat. Ja, eben. Und deswegen drücke ich da auf die Bremse und sage, mit dieser Leichtigkeit, mit der man mit Krieg umgeht, auch gegenüber Russland, dann mit dieser entmenschlichten Sprache auch, die man da feststellen muss, die mich so auch an die Sprüche meines Großvaters erinnert, nur ein toter Russe ist ein guter Russe. Mhm. Das ist ja fast deckungsgleich. Ja. Und wenn dann auf den Kirchentagen für Waffenlieferungen geworben wird und das als Christenpflicht dargestellt wird und das nicht mehr hinterfragt wird, mhm, ist das erschreckend. Da fehlt ja nur noch der Schritt, dass man die Waffen segnet, weil sie auf der richtigen Seite sind. Dass man diese ganze Tragik und Dimension des Krieges vergisst, einfach politisch vergisst und immer weitermacht. Und das ist schon beängstigend. Ich darf als Soldat keine Angst haben, aber ich muss sagen, diese Politik macht mir schon ein Stück weit Angst. Ja, aber in Ihrem Buch, muss ich ehrlich gestehen, habe ich Passagen gelesen, die in eine ähnliche Richtung zielen. Also alleine schon die Tatsache, dass Sie personalisieren, dass also Putin dann plötzlich auftaucht. Ja? Und auch das, dass sie die ganze Zeit der Entspannungspolitik zwischen 1900 und, sage ich mal, 63 und 1989 ausgliedern. Also ich... Naja, ich habe auf die Hamel-Doktrin zum Beispiel in der NATO schon daran erinnert, ja, nicht, dass die NATO, ich habe die NATO nicht hinterfragt, die hat uns 75 Jahre letztlich Sicherheit, Frieden, Stabilität und auch Wohlstand gebracht aus deutscher Sicht, weil sie sich auch überwiegend an dieser Hamel-Doktrin aus den 60er Jahren orientiert, mhm, hat, dass man nämlich gesagt hat, wir verbinden militärische Stärke immer mit Dialog, Interessenausgleich, ja, und Entspannung. Und letztlich die deutsche Entspannungspolitik kann man da ja auch lokalisieren. Und ich glaube, wir müssen einfach zurück dahin, dass wir sagen, ja, wir müssen militärisch stark sein, auch als Europäer, auch als Bündnis. Aber das kann nicht alles sein. Und bezogen auf den Ukraine-Krieg heißt das, ja, man kann Waffen liefern, sollte sogar, um den Ukrainern zu helfen. Aber parallel dazu, mindestens parallel dazu, muss man reden miteinander. Gehört Dialog. Also dieses Waffenliefern habe ich noch nie verstanden, verstehe ich jetzt auch nicht. Warum müssen wir Waffen liefern? Warum gehen wir nicht zurück auf den Weg der Verständigung, den wir mit Russland, mit der Sowjetunion zunächst mal und mit Russland gefunden hatten? Warum gehen wir durch Deutsche auf diese gleiche Position zurück und sagen, jawohl, das sind unsere Freunde, wie ich vorhin das geschildert habe im Falle Frankreichs. Warum sind das jetzt unsere Feinde? Naja, man muss natürlich sehen, Russland hat die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen. Und hat natürlich einen Aggressionsakt. Das hat auch eine Vorgeschichte. Das ist richtig. Die Amis haben 5 Milliarden Dollar investiert in Versuch, die Ukraine auf ihre Seite zu ziehen. Das stimmt. 5 Milliarden Dollar. Ja, das stimmt. Aber trotzdem haben sie völkerrechtswidrig gehandelt. Die Amerikaner haben das auch gemacht in der Vergangenheit. Dann fangen sie doch ganz spät an. Das ist vollkommen richtig. Um den Russen etwas anzuheften, fängt man ganz spät an, die Geschichte anzugucken. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich sehe das auch. Wir haben, was die Vorgeschichte dieses Krieges anbelangt, dieser Krieg hätte verhindert werden können. Ja. Vollkommen. Also das hat ja eine lange Vorgeschichte. Ich war damals noch im Kanzleramt 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest. Ging es ja um die Aufnahme der Ukraine und Georgiens, ja, in die NATO. Und Deutschland und Frankreich haben das ja verhindert. Und ich halte es bis heute für einen Fehler, dass man diese Perspektive der NATO-Mitgliedschaft aufrechterhalten hat. Und das hat zu den Problemen mit Russland geführt, natürlich, vollkommen klar. Ja. Und auch diese
auch völkerrechtswidrige Annexion gegenüber der Krim, muss man in diesem Kontext sehen. Sie haben da ihre Schwarzmeerflotte, die einzigen heißfreien Häfen. Das war doch absehbar, dass das ja, auch Sevastopol das auch wegfällt. Aber trotzdem haben sie diese Verantwortung für diesen Aggressionskrieg. Das muss man sehen. Nein, schon die Sprache akzeptiere ich nicht. Ja, wieso aber es war ein Angriffskrieg. Es war ein genausolcher Überfall wie 2003 der amerikanischen Koalition auf den Irak. Ohne Mandat der Vereinten Nationen. Es war genauso wie damals auch nicht völkerrechtskonform. Aber es ist im Grunde genommen, wenn man in die Charta der Vereinten Nationen schaut, ein Ding, was eigentlich nicht sein sollte. Zumindest in Europa nicht. Und dagegen haben die Russen verstoßen. Das ist einfach so. Das hat eine Vorgeschichte. Ich kann es sogar verstehen, dass es dazu kam. Ja, weil natürlich ich habe das in dem Buch ja auch verglichen mit der Kuba-Krise als Beispiel. Nicht? Die Kennedy konnte damals nicht zulassen, 1962, dass die Sowjets militärisch Fuß fassen auf Kuba, weil es ihre vital strategische Region Karibik, Panama nicht zulässt. Okay, das schreiben Sie ganz klar. Ganz klar. Aber so klar haben Sie nicht geschrieben, dass die Amerikaner bitte nicht 5 Milliarden investieren sollen in der Ukraine. Ganz klar mit der Absicht, die gegen die mental oder auch militärisch gegen die Russen aufzurüsten. Ja, das ist richtig. Ich habe das amerikanischen Freunden ja erklärt mit Mexiko. Nicht? Wenn Mexiko plötzlich Mitglied der Eurasischen Union von Putin werden wollten und würden Militärabkommen machen mit Russland und China und gemeinsame Übungen im Golf von Mexiko, ihr wäret nicht amused, weil das geht einfach nicht von den strategischen Rahmenbedingungen her. Und das Gleiche, das habe ich in einem Buch aber auch geschrieben, bezieht sich auf China mit dem Südchinesischen Meer und mit Taiwan. Ja. Da können die Chinesen nicht raus. Genauso wenig wie damals Kennedy auch und wie die Russen jetzt bezogen auf Donbass und Krim. Das ist vollkommen klar. Das hätte man anders machen müssen. Also man hätte dieser Krieg hätte verhindert werden können, wenn wir nicht auch vitale Fehler gemacht haben. Wir, meine ich, der Westen. Das ist vollkommen klar. Also das sehe ich auch so. Ist es denn falsch diagnostiziert, wenn ich sage, das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir Frieden und Freundschaft auch mit Russland haben wollen? Das war eindeutig so. Also da kann ich mich doch persönlich noch dran erinnern, als ich bei der SPD arbeitete. Da hat sich eines Tages ein Legationsrat der sowjetischen Botschaft bei mir gemeldet, ob er denn gelegentlich mal mit mir reden könnte, um einfach so die Stimmung in Deutschland, ob die für die Ostpolitik ist und so weiter. Dann habe ich mich mit dem immer getroffen. Ich war fast befreundet. Ich weiß heute noch, wie der hieß, Abraschkin. Und es war völlig klar, dass, gut, die damalige traditionelle Politik Deutschlands, die hat davon nicht gelassen, in diesem Menschen einen Feind zu sehen. Die haben den nach wie vor beobachtet, als der mal eines Samstags zu mir nach Hause kam, weil ich während der Dienstzeit keine Zeit habe. Da haben die das beobachtet und am nächsten Tag den Bundesgeschäftsführer der SPD, Wischnewski, telefoniert, der Müller habe den Abraschkin getroffen. Diese schlimmen Sachen gab es immer noch, aber es war insgesamt ein freundschaftliches Verhältnis mit denen, jenseits dessen, was die Dienste gemacht haben. Das war von der Politik völlig durchbrochen. Ja, die Politik war auf Freundschaft und auf Verständigung getrimmt. Und das war auch kein Wunder, weil die Leute, die dafür verantwortlich waren, wie Eger und Bahr zum Beispiel oder Willy Brandt, halt schon 1963 gesagt haben, wir wollen die Konflikte beenden, wir wollen Annäherung. Also es war eigentlich eine klare Sache. Und für mich ist das unerklärlich, wieso das heute beendet ist, wieso wir wieder mit oder gegen Russland geistig so aufrüsten, wie das auf unserer Seite geschieht. Ja, das sehe ich ja ganz genauso. Also Russland bleibt ja unser Nachbar und deswegen ist dieser Ukraine-Krieg auch unhaltbar aus der deutschen, europäischen Sicht. Und wir müssen alles dran setzen, ihn deswegen zu beenden. Und wir müssen alles dran setzen, auch wenn das jetzt aus dieser Sicht sehr schwierig ist, Russland wieder in die europäische Friedensordnung zurückzuholen. Und das muss passieren und das passiert ja politisch nicht. Ja, wenn Sie jetzt Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie wären, könnten Sie dann nicht auf die Idee kommen, dass das, was Sie vorher gesagt haben, ich sage, dass das falsch ist, sondern dass wir einen Feind brauchen? Wir brauchen keinen Feind. Deutschland ist eine Welthandelsmacht.
der Auftrag unserer Streitkräfte nach dem Grundgesetz ist Verteidigung, nicht Angriff oder irgendwelche Militärinterventionen weltweit. Wir haben das Friedensgebot in der Präambel des Grundgesetzes, das uns verpflichtet, auch internationale Konflikte friedlich zu lösen. Und deswegen ist das schon wichtig, dass wir einen Politikwechsel brauchen. Wir können nicht so weitermachen mit der Ukraine. Ja, ich meine, die nächsten Kandidaten der NATO sind vielleicht Georgien, Moldawien, Serbien. Darüber wird ja auch geredet. Ja. Wir können ja nicht nach diesem Schema F Ukraine so weitermachen. Oder bezogen auf den Indo-Pazifik. Das geht einfach nicht, weil das führt unmittelbar in einen Krieg. Und insofern kann man das nur politisch drehen. Also wir brauchen zwar militärische Stärke, auch eine einsatzbereite Bundeswehr. Da fehlt es auch, das ist vollkommen richtig. Wir brauchen auch ein gutes Bündnis, auch eine NATO, aber die NATO muss ein defensives Bündnis bleiben, was ja die EU auch ist. Sie ist ja inzwischen weltweit tätig. Also genau, und das ist ein Prozess, den wir einfach mit unseren Partnern nochmal neu bewerten müssen. Und da können wir nicht so einfach mitmachen. Das finde ich interessant, ja. Nein, das geht einfach nicht. Ja. Also ich bin auch dagegen. Ich meine, wir haben einen Verteidigungsauftrag, unsere Streitkräfte. Wir sind in einem Verteidigungsbündnis, was de jure auch eins ist und bleiben muss. Und das ist in Ordnung. Und da sind wir verortet, auch als Deutschland. Und dahin müssen wir auch wieder zurück. Egal, ich meine, es kann uns nicht egal sein, was andere Länder machen. Und es ist auch nicht in Ordnung, dass Russland eben ein Nachbarland militärisch, sag ich mal, überfällt, besetzt oder wie auch immer, das geht nicht. Aber wir haben ja in den internationalen Beziehungen, es ist ja nicht das einzige Land, was von einem anderen Land heimgesucht wurde und überfallen wurde. Es ist nicht der einzige Akteur Russland, der ein anderes Land ohne völkerrechtliche Grundlage überfällt. Es gibt Dutzende von Beispielen in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen müssen wir einfach aus dieser Konfliktsituation rauskommen. Deswegen brauchen wir Verhandlungen. Das, was der Papst gesagt hat, ist absolut richtig. Wir können diesen Krieg militärisch nicht lösen. Das ist auch mein Petitum seit etwa 2 Jahren und werde dafür auch sehr stark angegriffen. Aber ich bleibe dabei, es gibt keine militärische Lösung, es gibt nur eine politische. Ja. Und Russland wird ja nicht von der Bildfläche verschwinden nach diesem Krieg. Man kann auch nicht wünschen, dass Russland auseinanderbricht, wie manche deutsche Politiker das fordern. Weil das ist eine Föderation von über 120 verschiedenen Völkerrechtssubjekten. Ist das nicht letztendlich die Strategie der USA? Das mag sein, aber diese Strategie ist sehr unklug. Denn wir treiben die Russen regelrecht in die Arme der Chinesen. Wir machen ja letztlich diesen Antagonismus zwischen USA und China zu unseren Nachteilen noch viel stärker. Henry Kissinger hat das noch vor seinem Tode gesagt. Russland zerschlagen, mal abgesehen davon, Russland ist die stärkste Nuklearmacht der Welt. Das geht so und so nicht. Ja. Ich muss sogar sagen, ich bin froh ein Stück weit, dass die militärische Lage so ist in der Ukraine, dass Russland nicht mit dem Rücken an der Wand steht. Denn wenn sie das wären, dann liefen wir wirklich Gefahr, in einen Nuklearkrieg reinzumarschieren. Diese Änderung der Nukleardoktrin hat das ja im Grunde genommen auch gezeigt. Und deswegen gibt es da keine militärische Lösung. Und auch mit China gibt es die nicht. Ein dritter Weltkrieg, USA, China, keine Seite kann den gewinnen. Ja. Aber wo wir aufpassen müssen als Europäer, sind halt die zunehmende Wahrscheinlichkeit von Stellvertreterkriegen weltweit. Wenn es um die Ausdehnung der NATO geht, zum Beispiel. Ja. Georgien, ja. Moldawien, Serbien, wie auch immer. Vielleicht auch im Mittleren Osten, dass wir da einfach einen Riegel vorschieben, das darf nicht sein. Das ist auch nicht die Raison d'être der NATO aus meiner Sicht. Das müssen Sie noch mal erläutern. Stellvertreterkrieg heißt? Ein Stellvertreterkrieg ist, den wir jetzt zum Beispiel in der Ukraine führen, das wird ja offiziell auch bestritten. Es ist ein Verteidigungskrieg der Ukrainer gegen die Russen, das ist okay. Ja. Aber es ist auch die Folge eines innerstaatlichen Konfliktes. Und es ist drittens ein Stellvertreterkrieg zwischen USA und Russland, der dort stattfindet. Ja, ja. Und es kann nicht sein, dass wir da militärisch mitmachen, auch in den nächsten Jahren. Und dann bezogen auf andere Aspiranten, die gerne ins Bündnis wollen oder die man in das Bündnis reinlassen möchte. Also wie zum Beispiel Serbien, wie zum Beispiel Moldawien, wie Georgien. Wenn wir nach diesem Ukraine-Schema weitermachen, landen wir zwangsläufig in einem dritten Weltkrieg mit Russland und mit China. Und das kann es ja nicht sein. Nee.
Ich will Ihnen mal einen Text vorlesen, lass Sie dann raten, was das ist. Ich sage nur, dass es nach dem Fall der Mauer geschrieben ist. Der Umbruch in Osteuropa verringert die militärische und erhöht die politische Bedeutung der Bündnisse und weist ihnen eine neue Funktion zu. Sie müssen bei Wahrung der Stabilität ihre Auflösung und den Übergang zu einer europäischen Friedensordnung organisieren. Diese eröffnet auch die Perspektive für das Ende der Stationierung amerikanischer und sowjetischer Streitkräfte außerhalb ihrer Territorien in Europa. Ja, das ist dieser Sicherheitsraum, glaube ich, von bis Vladivostok, nicht? Also von Portugal bis Vladivostok. Richtig. Von Lissabon bis Vladivostok. Das ist diese Idee. Ja, das ist eine gute Idee, eine schöne Idee, aber man muss auch die Fakten sehen. Also Europa, Westeuropa und die NATO ist ja auch der Transmissionsriemen der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Ich meine, die Amerikaner haben ja nicht aus moralischen Gründen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, nicht nur aus moralischen Gründen, ihren Konkurrenten damals in Europa ausgeschaltet und sich damit als Weltmacht auch etabliert nach 1945, sondern eben auch aus machtpolitischen Gründen. Und die werden natürlich freiwillig nicht darauf verzichten. Das heißt, wir müssen einen Modus vivendi finden. Bräuchten wir nicht endlich eine Debatte darüber, dass wir die USA hier loshaben wollen? Ja, ich denke auch, das ist richtig. Mir fehlt auch die Debatte, also jetzt auch bezogen auf die Aufstellung der Mittelstreckenraketen der amerikanischen in Deutschland. Ja. Es gab keine einzige Debatte. Das war ein Beschluss, der wurde gefasst am Rande des NATO-Gipfels und der steht jetzt in der Welt. Wurde nicht wie damals beim NATO-Doppelbeschluss und bei der Aufstellung von Pershing als Reaktion zu SS-20, wurde nicht über Dialog und Abrüstung gesprochen, mit dem man das eventuell dann doch noch in den Griff bekommt, was ja auch passiert ist. Damals Helmut Schmidt, auch Helmut Kohl haben das sehr, sehr gut gemanagt. Und das findet heute alles nicht statt. Wir stellen die einfach nur auf. Mhm. Und das ist natürlich ein Fehler. Genauso wie es ein Fehler ist, bei der Unterstützung der Ukraine nur Waffen zu liefern und nicht darüber zu reden, wie man aus diesem Konflikt herauskommt. Mhm. Mhm. Das sind Fehler, fundamentale Fehler aus der deutschen Interessenlage auch heraus. Und ich denke, wir müssen, wie das Klaus von Donani mal in seinem Buch Nationale Interessen sehr gut ausformuliert hat, zur Zeitenwende gehört auch, dass Deutschland stärker schaut, was in unserem nationalen Interesse ist und was nicht. Mhm. Und ein Strategic Decoupling mit China ist nicht im deutschen Interesse. Ja. Und es darf es deswegen nicht geben. Mhm. Und ein Ende von halbwegs normalen Beziehungen zu Russland, auch wenn wir davon weit entfernt sind, ist auch nicht im deutschen und europäischen Interesse. Und ein Krieg in der Ukraine ist auch nicht im europäischen Interesse. Das sieht aus Washington oder Peking natürlich anders aus. Aber ich muss ehrlich sagen, wir müssen doch stärker die europäischen Interessenlage in den Blick nehmen. Und eine Aufteilung der Welt, was man jetzt macht, in Gut und Böse, also in Demokratien und Autokratien, entspricht weder der Differenziertheit der Welt noch der deutschen und europäischen Interessenlage. Mhm. Wir wollen Beziehungen haben zu allen Staaten der Welt und wir können nicht mit Blick auf die Beschaffenheit der Welt von vornherein sein, ihr müsst aber so demokratisch sein wie wir. Das kann es nicht sein. Ja, zumal das ja auch sehr fraglich ist, wie demokratisch wir sind. Ja, das stimmt. Nicht? Nehmen Sie nur das Beispiel Türkei. Nicht? Türkei ist einer der wichtigsten NATO-Partner. Ja, über die lupenreine Demokratie in der Türkei kann man sich wirklich streiten. Nicht? Aber sie sind trotzdem ein ganz wichtiger Bündnispartner. Und die Türkei macht auch eine nationale Interessenpolitik. Sie beteiligen sich nicht an den Sanktionen gegen Russland, aber sie liefern auch Waffen an die Ukraine. Aber gleichzeitig redet Erdogan auch mit Putin. Indien zum Beispiel, Modi, macht das genauso. Er hat im Sommer Kiew besucht. Er ist interessiert an Wirtschaftskontakten zur Ukraine, auch an Rüstungskooperation übrigens. Das war auch Grund seines Besuchs. Aber er war 4 Wochen vorher auch in Moskau bei Putin. Und er hat auch enge rüstungspolitische Kontakte, gibt es zwischen Indien und Russland. Lange Kontakte, nicht? Und Indien stellt sich auch bei den BRICS-Staaten neben China gut auf. Also die wollen sich von China nicht unterbuttern lassen. Diese Beispiele zeigen ja, dass andere Länder diese Rolle
übernommen haben, die wir durchaus weiter spielen können. Richtig, und Deutschland macht sich zu klein. Also ich nehme auch das Beispiel Gas und Öl. Die Inder kriegen weiterhin Gas und Öl von den Russen, wir kaufen es von den Indern zum überhöhten Preis ab. Was soll das? Ja. Nicht, dass wir unsere Energie diversifizieren müssen, das ist in Ordnung, aber das kostet doch Zeit. Aber von vornherein zu sagen, wir nehmen jetzt kein russisches Gas und Öl mehr, ist doch im Grunde eine Selbstbeschädigung. Das ist ja, doch politisch unklug. Der Vorsatz, dass das, der vorgesetzte Satz, dass das unklug ist, das zu monopolisieren, den könnte man ja weglassen. Also wenn ich billig Energie beziehe und ein verlässliches Verhältnis mit dem Lieferanten habe und es ist preiswert, dann kann ich doch dabei bleiben. Richtig. Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, und gleichzeitig kann man den auch kritisieren natürlich weiterhin. Ja. Also ich meine, aber dieses deutsche Schwarz- und Weiß-Denken, immer dieses in Gut- und Böse-Kategorien, diese moralisierende, kirchentagsähnliche deutsche Außenpolitik, die führt uns wirklich ins Verderben. Also ich muss ehrlich sagen, ich mache mir große Sorgen, wenn das so weitergeht. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, danke.